Im heutigen Video schauen wir uns einer der schönsten, wenn nicht sogar den schönsten Lost Place an, den ich jemals besuchen durfte. Die Rede ist von diesem wirklich wunderschönen verlassenen Anwesen, was schon seit sehr, sehr vielen Jahren im Dornröschenschlaf steckt. Hier gab es wirklich einiges zu entdecken. Ob uralte Möbel, wunderschöne Schlafzimmer oder dieses wirklich majestätische Wohnzimmer. Eine Sache war uns auf jeden Fall klar: Dieses Anwesen hat nichts mit einem normalen Haus zu tun. Dies wird einem spätestens klar, sobald man die hauseigene Bücherei inklusive Billardtisch betritt. Und das schreit wohl ganz laut nach einer Sache: Lasset die Spiele beginnen! Doch da gab's einen Haken. Ich kann's einfach nicht. Und genau deswegen konzentrieren wir uns lieber auf die Schönheit dieses wirklich riesengroßen Anwesens. Halt wird hier sehr groß geschrieben. Riesengroße Kunst an den Wänden. Sowas in der Art habe ich zuvor auch noch nicht gesehen. Guckt euch das einfach mal an. Das ist ein Urbex-Traum schlechthin. Es matcht einfach alles komplett miteinander. Also die gelben Vorhänge, es passt in diesem Raum wirklich alles wie Arsch auf Eimer. Dass man mal die Dimensionen hat, wie groß das eigentlich ist. Ich würde mal behaupten, ihr habt genug Vorspann gesehen. Wir starten direkt rein in dieses Video und ich wünsche euch allen viel Spaß dabei. Ich bin komplett klitschnass, weißt du das? Erste Location heute und ich bin klitschnass. Alles ist nass und da ist der scheiß Weg. Komm, am besten noch in die Brennnesseln, ey, das gibt's nicht, Leute. Das ist die erste Location, wir haben 2 Tage vor uns, ich habe keine Ersatzschuhe. Klatschnass. Klatschnass. Ja, mal gehen, gleich einfach direkt neue Schuhe kaufen, jetzt mal ohne Witz. Da steht mal eine Location, steht da. Ist alles zu. Wenn ich jetzt hier hochgehe und die Bude ist nix, dann bin ich aber heute auch nichts mehr. Da ist es. Das gibt's nicht.
Nach einem 5 Kilometer langen Marsch erreichten wir endlich unser Ziel. Das Anwesen der Träume. So, Freunde. Und in dem Sinne herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Dieses Video wird vielleicht etwas hektischer, weil wir ein bisschen unter Adrenalin stehen, weil hier um das Gebäude Leute anscheinend sind. Aber wir befinden uns in einem riesengroßen, verlassenen, ich würde jetzt einfach mal sagen, schon Schloss. Uralte Einrichtung. Alles komplett unberührt an seinen Platz zurückgelassen. Der Ort geht momentan komplett quer durch die Urbex-Szene. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall für euch mal mitgenommen haben. Weil ich muss wirklich sagen, bis jetzt einer der krassesten Orte, wirklich. Wir sind jetzt schon einige Zeit hier drin, haben schon viele Fotos gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Raum, dass wir keine Zeit verlieren. Weil ich will diesen Ort unbedingt für euch abgefilmt haben, weil wenn wir hier erwischt werden, gibt es kein Video. Und das will ich nicht eingehen. Deswegen, let's go. Jetzt guckt euch allein mal diesen Raum hier an. Und das ist tatsächlich erst der Anfang. Hier diese Kellerluke hatten wir eben auch schon offen. Können wir vielleicht nachher nochmal machen. Aber ich denke, ihr seht, alles komplett bis aufs letzte Detail zurückgelassen. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier die große Küche war. Das war das Esszimmer, der Esszimmertisch. Und allein wie das aufgebaut ist. Dort die Vögel an der Wand, die Schädel an der Wand auch. Also es hat definitiv seinen ganz eigenen Charme. Also so ein Ort in der Art tatsächlich habe ich bis jetzt noch nicht besucht. Diese uralten Doppelfenster. Hier haben wir auch eine Sitzgelegenheit. Deko überall. Also hier gibt es keine Stelle, wo irgendwas leergeräumt ist. Das Ding wurde so einfach zurückgelassen. In einem mini kleinen Ort. Ich meine, ihr habt den Weg gesehen hierhin. Es ist wirklich eine reine Katastrophe. Wir sind klatschnass, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ihr könnt euch auch auf jeden Fall auf die Schlafzimmer freuen. Und was dort hinten wartet, das werdet ihr auch gleich sehen. Auf die Details muss man auch achten. Dieses uralte Radio aus dem Jahr 1994. Und dann hier natürlich, was ist das? Das ist eine Brotbackmaschine. Ja, also einen größeren Kontrast gibt's auch nicht. Was haben wir hier? Ein Waffeleisen. Also ein bisschen modern, bisschen alt, ist alles irgendwie dabei hier. Ja, wenn wir hier weitergehen, ihr seht, es ist halt alles sorgfältig noch an seinem Platz. Diese, sind das antike Schränke? Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr alte Schränke. Also die Möbel hier drin sind auch alle sehr hochwertig. Und man sieht auch teilweise, also es hier war, denke ich, so ein großer, riesengroßer, luxuriöser Bauernhof. Deswegen würde ich auch sagen, viele Möbel, die hier drin sind, sind auch selbst gebaut. Garantiert. Und ich werde jetzt mal meinen Klingelton ausmachen, weil das nervt mich. Hier hat man dann damals gesessen, gemütlich mit der Familie gegessen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es hier auch sehr, sehr viel Besuch gab. Allein dieser Schrank. Ihr seht, es ist kein geschlossen Place. Es muss schon mindestens 10 Jahre leer stehen. Bei dem Verfall oben ist die Decke schon unten. Das ist schon Wahnsinn. Dort oben bröckelt es ab. Also die besten Zeiten hat das Gebäude auf jeden Fall hinter sich. Dort in den Schränken noch sämtliche Gläser drin. Alles halt wirklich unberührt. Und diesmal auch wirklich, wirklich unberührt, kann man sagen. Hier auch wieder ein Beispiel. Ne? Holzschwamm an jeder Stelle. Muss man auch aufpassen, wo man hintappt. Und ich meine, ihr seht es hier. Komplett zerfressen, das Teil. Ja. Gehen wir kurz hier lang. Ich mache mal das Licht aus. Dann seht ihr, wie geil diese Doppelgläser sind. Hier ein Glas, von außen ein Glas. Und dann kannst du hier quasi wie eine Fensterbank kannst du hier deine Blumen reinstellen. Stehen auch tatsächlich noch da. Ja. Das hier sieht aus wie Bowlingpins. Ja. Aber anhand von den Spinnenweben sieht man auch, dass hier schon wirklich Ewigkeiten keiner mehr war. Und ich zeige euch jetzt mal das Badezimmer und man würde meinen Badezimmer. Sehr unspektakulär. Aber alles andere als unspektakulär. Guckt euch das an. Also hier ist alles wirklich, ich würde einfach sagen, alt.
alt und alles einfach schön verziert. Deko überall, Spiegel, dort die Toilette, allein der Boden. Ne? Alles selber gebaut. Nichts bauen lassen, das Ding muss hunderte Jahre alt sein, dieser Hof hier. Ne? Anhand vom Stil sieht man das. Und das ist mal wieder, wie ich finde, der Reiz von Lost Place. Und das macht das Hobby einfach aus. Ja, hier haben wir auch ein bisschen Besuch hier, ne? Der Kai ist auch am Start. Und der Paul natürlich auch. Der filmt auch mal in Ruhe drüben. Und ja, auf jeden Fall haben wir das Bad abgehakt. Es ist ein Ort der Begeisterung. Ich denke von 1900 irgendwas. Das ist schon geil. Normalerweise denkt man Badezimmer, nichts Spektakuläres, aber naja, falsch gedacht. Diese uralten Lampen dort. Das hier sieht mir aus wie eine elektrische Grubenlampe. Ach, ich kenne mich nicht aus. Oh, altes Porzellan. Obwohl. Nee, Blech. Das ist halt an jeder Ecke irgendwas, was wieder alt ist. Nein, das hier. Der Boden, das hält alles, das ist alter Bau, das hält gut. Ja, und hier war quasi, würde ich sagen, auch ein Eingangsbereich. Hier haben die Leute, die hier lebten, ihre Schuhe ausgezogen, hier reingestellt, und es ist immer wieder fragwürdig, warum stehen hier so viele Schuhe? Es wird wohl doch nicht jeder gestorben sein. Und wenn man sich das hier mal anguckt, hier müssen tatsächlich auch Kinder gelebt haben. Dort. Also Mädels, Jungs, Kinder, alles vertreten hier. Gut, wir kommen in den nächsten Bereich. Wir umfliegen das jetzt mal hier ein bisschen, wenn wir nachher noch Zeit haben. Gucken wir uns mal alles nochmal in Ruhe an. Aber ich will das euch alles einfach mal gezeigt haben in diesem Video. Das ist geil. Es ist definitiv richtig geil. Allein dieser Kronleuchter dort. Da hinten, wie ich es eben schon gesagt habe, diese uralten Möbel, wo auch noch Zeug drin ist. Da oben haben wir eine Gitarrenbox, diese antiken Stühle überall. Ich meine, ich bin jung. Und da kenne ich mich überhaupt nicht aus damit. Aber trotzdem finde ich es sau spannend. Ich bin ein bisschen sprachlos, wenn ich ehrlich bin. Gut. Ich würde sagen, wir gehen da lang. Aber davor noch einmal, was wir hier liegen haben. Simon Arzt. Was auch immer das war. Oh. Eine Rasierklinge von Gillette. Alte Lampenschirme. Großer Schrank. Gut. Oh. Na, da guckt mich doch mal was an. Ihr könnt mich gern verbessern. Aber das müsste doch ein Bussard sein oder ein Falke. Schreibt es in die Kommentare, mich würde es wirklich interessieren. Dann dieses alte Gemälde, was denkt ihr, was das wert ist? Ne? So uralte Gemälde. Aber, okay, ich würde sagen, dass ihr das wenigstens gesehen habt, bis wir rausgezogen werden hier. Einmal dieser prächtige, mächtige Raum. Also da fehlen mir wirklich die Worte. Auch wieder selbstgebaute uralte, jahrhundertealte Schränke, überall mit Deko drauf. Krass. Und wenn ich mich nicht täusche, ist diese Lampe hier wieder aus Rinde oder... Ah, ne. Das sah jetzt so aus, als wäre das aus irgendeiner Haut gemacht. Aber hier haben wir auf jeden Fall, ich würde sagen, mit das spannendste Zimmer. Dieser rote Teppich und dann hier, wie es bei mir nicht fehlen darf, eine wunderschöne Couchgruppe. Ich sage immer Couch-Ecke, obwohl es keine Ecke ist, aber der Name ist einfach schön. Der Kronleuchter dort oben, wie er in Gold funkelt. Also, und daran sieht man auch, das muss schon länger verlassen sein. Aber ich glaube tatsächlich, schreibt es bitte mal in die Kommentare, dieser Fernseher war damals wahrscheinlich das Nonplusultra. Guckt euch an, wie der aufgebaut ist. Der hat WLAN, Dolby Atmos, Surround Sound, 100 Hertz, Digital Plus, BBE Digital. Da hast du hier noch Kassetten alles, ein Hut natürlich auch. Wie geil wäre das, wenn man da noch Fernsehen gucken könnte. Also schreibt gerne mal in die Kommentare für die Leute, die aus der Zeit kommen. War das hier ein richtig teurer Fernseher? Also ich würde jetzt mal sagen,
Wenn ich das so einschätze, war das damals wie so ein LG OLED-Fernseher für 10.000 Euro. Weil das da sieht schon mächtig aus. So einen Fernseher habe ich noch nicht gesehen. Vor allem, der ist auch für einen Röhrenfernseher ziemlich groß. Ist das ein Stahlhelm? Ja, gleich Feuerwehrhelm. Alter Feuerwehrhelm, wie das aussieht. Oder? Sieht aus wie alter Feuerwehrhelm. Er ist der groß. Aber, Alter. Aber was du hier halt noch für alte Sachen findest, ich find's halt einfach. Dafür gibt's halt einfach keine Worte. Ich würde sagen, bevor wir hier noch keine Worte finden, gehen wir einfach mal weiter. Hier dieses wunderschöne Klavier. Auch hier Bücher über Bücher. Und wenn wir schon von Büchern reden, wenn wir nachher in die Richtung gehen, werden wir auch wieder sehr, sehr, sehr viele Bücher sehen. Und ich meine, wir müssen hier ein bisschen leiser sein, aber ich zeige euch trotzdem einmal, das Klavier funktioniert tatsächlich auch noch. Notenblock liegt auch noch oben drauf. Also, ich wäre, glaube ich, froh, wir hätten jemanden dabei, der gut Klavier spielen würde. Ich glaube, dann wären wir zwar erwischt worden, aber einmal ein schönes Klavierspiel. Ach, also, die alte Uhr hier an der Wand. Ich glaube, die würde auch noch schlagen. Festnetztelefon. Und halt überall Deko. Das da sieht mal aus, als wäre das aus. Schreibt es mal in die Kommentare, aber ich glaube, das ist tatsächlich aus Haut gemacht. Kann ich mir vorstellen. Dieser Kopf dort. Und ist gemütlich. Gucken wir mal. Ich würde mich auch mal gerne hinsetzen. Sitzt sich tatsächlich wie auf einer Couch. Also, was ich jetzt nicht fühle, ist dieses Leder dort. Ich mag eher so ein bisschen flauschig. Aber es sind halt so große Dimensionen hier drin. Das hat nichts mit einem normalen Wohnhaus zu tun, das hier. Das ist ein Schloss. Obwohl es wahrscheinlich kein Schloss ist, es ist wahrscheinlich einfach nur ein luxuriöser Bauernhof. Gut, aber wir gehen weiter. So, und dazu müssen wir aufstehen. Und gucken wir uns mal gemeinsam weiter um. Und dazu gehen wir mal hier rein. In den Billardraum. Und jetzt passt mal auf. Ich drehe mich jetzt mal um. Und dann sagt ihr jetzt mal wirklich ehrlich. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Habt ihr sowas in einem Lost Place schon mal gesehen? Hier steht ein Billardtisch, der tatsächlich im Video größer aussieht, als er ist. An jeden, der schon hier war, ihr habt safe gedacht, das wäre größer. Nein, es ist tatsächlich ein kleiner Billardtisch. Aber es ist auch quasi eine hauseigene Bücherei. Konntest du Billard spielen und hast hier hunderte, tausende Bücher. Alles auch noch sortiert. Ja, 5, 2, 14, 11. Ja, nicht ganz, aber eine Bücherei im Lost Place. Bis auf die Villa Treetop hatte ich sowas noch nicht gesehen. Und das hier toppt wirklich einfach alles, was ich bisher in einem Lost Place sehen durfte. Ja, dieser Teppich hier, nicht in Rot, sondern in Blau, passend zum Billardtisch, wie alles hier noch ordentlich steht. Also, es ist wirklich ein Ort einfach zum Niederknien. Also, es ist wirklich einfach zum Niederknien. Du hast hier Fotomotive und Bilder, die du machen kannst, das bis zum Umfallen. Hier sind sie dann damals reingekommen. Also, es muss aber auch schon Ewigkeiten her sein, ne? Die ganzen alten Möbel hier drin. Dann kamst du hier rein, konntest hier mit deiner Familie, mit den Gästen, gemütlich Billard spielen. Ja, da hat die noch schön Licht drin gebrannt und dann wurde ein Kaffee gekocht, dann ist man in die Küche gegangen. Also es ist eine ganz andere Welt hier drin. Du fühlst dich wie, als wäre es nicht echt. Aber hier haben tatsächlich Leute gewohnt, eine Familie gewohnt. Ja, hier sind täglich Leute rein, haben hier Billard gespielt. Hier kam täglich Besuch wahrscheinlich, so groß wie das Teil ist. Und von jetzt auf gleich alle einfach verschwunden. Und da stelle ich mir wirklich die Frage, was muss passieren? Die Kinder weg, alle weg. Von jetzt auf gleich das gesamte Anwesen, das gesamte Hab und Gut einfach zurückgelassen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Aber das macht mich halt sprachlos, weil ich mich immer frage, warum ist das jetzt verlassen? Warum? Eine Frage, die uns wohl nie beantwortet wird.
Was muss passieren, dass ein solch schönes Anwesen, in dem einst sehr viele Leute lebten, einfach verlassen ist? Schreibt's gerne in die Kommentare. Allein dieser Raum hier. Ich habe jetzt mal die Kamera hingestellt, dass man mal die Dimensionen hat, wie groß das eigentlich ist. Ich habe jetzt meine Ansteckmikrofone nicht dabei, dann würdet ihr mich vielleicht ein bisschen besser hören. Aber das ist krass. Aber wie lange muss das wohl her sein, als hier noch Leute lebten? Bei dem Stil? Gut, wir begeben uns mal in Richtung nach oben. Hier unten können wir uns gleich noch kurz umgucken. Aber wie gesagt, keine Zeit verlieren. Wow. Allein dieser Aufstieg. Ihr könnt euch freuen. Wirklich. Auch hier muss man aufpassen, wo man hintritt. Aber wir überspringen jetzt einfach mal einen Raum und gehen jetzt einfach mal hier rein. Ja. Und ich will nochmal betonen, alt wird hier sehr groß geschrieben. Riesengroße Kunst an den Wänden, Gemälde, Malereien und dann hier dieses erhöhte Badezimmer. Sowas in der Art habe ich zuvor auch noch nicht gesehen. Ich meine, an sich ein Badezimmer, ne, wie jedes andere, aber komplett anders. Ist ein bisschen komisch ausgedrückt, aber es hat alles schön eingearbeitet. Na, ich glaube, das Wort alt brauche ich gar nicht mehr in den Mund zu nehmen. Das sieht man. Und auch hier, was man auch sieht, wie die Buntglasfenster hier, die irgendwie nur so reingehangen sind, hier so schönes Licht reinwerfen, der Spiegel. Auch wieder diese Doppelfenster, wo man quasi innen drin die Fensterbank hat zum Sachen hinlegen. Und das ist auch wieder ein geiles Detail. Also, da achte ich ja so ein bisschen drauf. Und ihr seht, diese Spinnenweben sind mit dieser Zeitschrift hier komplett verbunden. Das heißt, es liegt wahrscheinlich noch alles original. Da hat man hier um Pott gesessen und dort liegt noch die letzte Zeitung, die gelesen wurde. Das Klopapier auch noch. Ja, das ist nicht zu fassen. Ja. Allein, woran man sieht, nichts Aktuelles mehr, eine Stehbadewanne. Wo hast du das noch? Und einen Warmwasserboiler. Ja, mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Hier haben wir eine kleine Bank. Alles so ein schön blau gehalten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in eines der wunderschönen, wirklich wunderschönen Schlafzimmer. Guckt euch das einfach mal an. Das ist ein Urbex-Traum schlechthin. Wir gehen hier über einen schönen roten Teppich. Alles verfällt. Dann gehen wir in die Ecke, drehen die Kamera nach außen und sehen dieses wunderschöne Bett. Wunderschönes Schlafzimmer. Und das Coole ist, es matcht einfach alles komplett miteinander. Diese gelben Vorhänge dort, dieses Gemälde dort an der Wand und wie man hier sieht, hat er hier immer noch einen kleinen privaten Fernseher, wo man abends dann ganz entspannt ein bisschen TV gucken konnte. Ja, auch hier wieder wahrscheinlich selbstgemachte Schränke. Hier stehe ich. Urbexer aus Leidenschaft. Da oben eingeblendet. Stuhl, der noch hier steht. Also die gelben Vorhänge, es passt in diesem Raum wirklich alles wie Arsch auf Eimer. Muss man jetzt einfach mal so sagen, sorry, aber es passt einfach alles. Ja. Bücher wird hier auch groß geschrieben. Das ist schon schade, dass das ganze Zeug hier vergammelt. Wie gesagt, ich kann nicht verstehen, wie sowas einfach so leerstehend bleibt. So, natürlich darf der Betttest nicht fehlen. Also ich muss ehrlich sagen, es ist voll gemütlich. Also hier war, glaube ich, das größte Schlafzimmer. Wir sind hier schon weit über eine Stunde drin. Nur um Fotos zu machen, aber ja, ihr merkt, ich finde keine Worte für diese Schönheit von diesem Lost Place. Wirklich. Und das ist endlich mal so ein typischer Lost Place. Du hast Verfall und es ist einfach nur unberührt. Und schade, dass es sowas nicht öfters gibt. Klar gibt es viele Orte unberührt, aber ja, wir wissen, glaube ich, alle, das hält nicht lange. Ja, ihr seht,
Wenn wir hochgucken, ja, da ist der Putz schon abgebröckelt. Und ja, Leute, es darf nicht fehlen. Ich habe ein paar Zuschauer, auch einen Zuschauer. Ne? Schönen Gruß geht raus an dich, Mama. Und an deinen Kollegen, der gesagt hat, der Leon macht immer schöne Vorhangtests. Der Vorhangtest ist für dich. Das gibt eine... Es... ...9,2 von 10 Punkten. Wie ich das immer denke, es kommt mir einfach in den Sinn. So, wir gehen mal raus. Und gehen mal hier rein. So. Uralter Holzboden hält für immer, gefühlt. Eine Schatztruhe, die hier steht. Hat meine Oma tatsächlich auch zu Hause. Bilderrahmen ohne Bild. Aber was ihr sehen wollt, ist natürlich das Bett. Und jetzt seid mal ehrlich. Jeder würde doch jetzt meinen, also bis jetzt denken, der ist in Frankreich unterwegs. Der Typ ist in Frankreich unterwegs und hat gerade das Chateau des Jahrhunderts gefunden. Aber da habt ihr falsch gedacht. Das hier ist kein Chateau, sondern ein Bauernhof. Schloss nennt man es auch. In Deutschland, ne? Ihr habt richtig gehört. In Deutschland. Der Paul hat gerade was entdeckt. Dafür gibt es einen Applaus in die Kommentare. Und bei ihm vorbeischauen. Da sitzt da der Paul. Schön, wirklich ein geiler Raum, ein geiles Haus. Ja, wie gesagt, vom Haus irgendwie die ganze Zeit Motorengeräusche. Wir haben uns Bilder gemacht, uns geschwatzt gemacht. Wir gehen jetzt langsam aber sicher Richtung Ausgang. Und ja, ich will euch noch ein paar Momente auf. So, Leute. Nächster Raum, aber wir sind gerade in Not und zwar hält gerade ein Auto vor dem Gelände. Aber ich tue jetzt einfach mal so, als wäre alles gut. Guckt euch diese Schönheit hier an. Also von den Zimmern her ist das wirklich, wirklich ein absolutes Schmuckstück. Ja, diese Vorhänge da, dieses alles so groß und auch hier wieder alles voller Büchern. Also krass. Einfach mega. Und einmal hier drauf zugehen. Es ist tatsächlich halt wirklich einfach unberührt. Teppiche, die alten Türen, das ist alles Liebe zum Detail hoch 10. Dort die Ecke, auch wieder eine Bücherwand, Radio steht dort, Schmuckschatullen mit Plastikschmuck und ja, also auch wieder ein Koffer. Echt Wahnsinn. So, gehen wir mal hier rein. Auch geil. Auch wieder Vorhänge, alte Schränke. Ich habe es schon sehr oft gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Aber die Betten hier. Ich war mal in einem Haus drin, das haben wir das 50er, 60er Jahre Haus genannt. Und da war die Möblierung tatsächlich sehr, sehr ähnlich drin. Ja, diese alten Möbel, alles sehr. Ja, alles komplett massiv. Wahrscheinlich auch selber gemacht. Ja, weil man sieht, hier wurde auch mit Holz gearbeitet. Da oben gab es auch ein Bett damals. Heizungsrohr wird das wahrscheinlich sein. Aber du fühlst dich wirklich wie zurückversetzt in eine ganz, ganz andere Zeit. Eine wirklich komplett andere Zeit. Auch hier wieder Bilder, die Risse in den Wänden. Allein der Flur hier. Düster, aber trotzdem spektakulär. Und man merkt auch, wenn ich jetzt gerade stehe, es ist alles sehr schief. Da hinten kommt die Decke auch schon komplett wieder runter. Spinnenweben in den Fenstern. Ja. Und da hinten filmt der Paul gerade das Zimmer. So, zum guten Abschluss. Noch einmal der Raum hier. Wir sind jetzt seit knapp 4 Stunden drin, glaube ich. Und es reicht. Es war ein richtig toller Ort. Ich glaube, sowas haben wir nicht, so schnell nicht nochmal.
Und ja, wir werden wohl einiges vergessen haben. Aber trotzdem, das Highlight haben wir gesehen. Und zwar genau dieser Raum hier. Das ist mir auch aufgefallen. Und zwar hat er wahrscheinlich auch Modellbau betrieben. Und zwar, ja, Modelleisenbahn gehabt, wie man hier sieht. Krass. Aber man muss ein bisschen auf die Details achten, dann sieht man das auch. Da hat er wahrscheinlich auch mal so eine Landschaft gehabt. Ich kann das halt nicht gut. Okay, zeig mir mal, wie man das. Machen wir mal kurz vor, wie man das hält. Ich mach das immer so, dass ich da eine Führung habe. Welche hast du? Hast du die vollen oder die halben? Hol dir die halben. Jetzt hatte ich ein paar Liebe gebraucht, aber ich bin nicht voll. Ja, genau. Okay. Ich muss jetzt halb machen, also die. Okay, jetzt spiele ich die weiße an. Denk an die halbe, nicht die vierte. Aber ich kann deine trotzdem ja wegballern. Du kannst meine nie wegballern, um deine dann zu ballern. So, der Paul ist dran. Das ist aggressiv hier. Ja, am besten. Und wenn wir es auch hinkriegen, dann kriegst du es auch hin. Guck mal, geht doch. Ja, Leute, ich würde mal sagen, draußen sind wir. Es ist und bleibt. Wir haben das geilste Hobby der Welt. So ist es. Hier war jemand. Komm. Alter, das sieht anders aus. Jetzt heißt es erstmal unbeobachtet rausgehen. Wir wollen jetzt nicht den kompletten dummen Weg gehen, deswegen. Du bist des Wahnsinns. Leute, geht nicht, wenn ihr den Ort hier kennt, geht nicht vorne raus, Leute, niemals. In dem Sinne auch schon sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn nochmal was passiert, melde ich mich nochmal. Aber ich sage jetzt einfach mal bei allen vorbeischauen. Haut rein, Leute. Euer Leon Urbex. Ciao, Leute.